Aktuell befinden wir uns hier im Ortsteil Leinfelden, der Gemeinde Leinfelden-Echterding, und wir sind alarmiert worden, die Feuerwehr der Gemeinde Leinfelden-Echterding, zu einer Brandmeldeanlage in einem Verlagsgebäude. Also es wurde vorgefunden, eine ausgelöste Löschmittelanlage und eine Auslösung von mehreren Schleifen der Brandmeldeanlage, sodass da von einem Ereignis oder einem Brand ausgegangen werden musste. Nach Erkundung wurde dann festgestellt, dass ein sogenannter USV-Schrank oder eine unabhängige Stromversorgung gebrannt hat und dass die schon größtenteils mittels dieser Löschanlage, die fest installiert ist, gelöscht werden konnte. Aktuell laufen Belüftungsmaßnahmen, da es natürlich durch das Feuer eine umfangreiche Verrauchung im Untergeschoss gegeben hat, und die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht bemessen werden. Da es sich um einen Brand im Untergeschoss gehandelt hat, ist es natürlich immer schwierig abzuschätzen, wie viele Atemschutzgeräteträger werden tatsächlich benötigt. Und da es sich um eine umfangreiche Verrauchung dieses Untergeschosses handelt, muss da immer auch aus gesundheitlichen und Vorsichtsmaßnahmen, aus gesundheitlichen Gründen, mit Atemschutz vorgegangen werden. Ja. Aktuell sind hier 10 Fahrzeuge und 49 Feuerwehrangehörige im Einsatz aus der Gemeinde Leinfelden-Echterding. Die Besonderheit besteht jetzt darin, dass einerseits die Löschanlage ausgelöst hat und die Feuerwehr auch CO2-Löscher benutzt hat, um weiteren Schaden auch der elektrischen Anlagen zu vermeiden. Die ENBW hat vorsorglich das Gebäude stromlos geschaltet und die umfangreichen Belüftungsmaßnahmen, die sich jetzt einige Zeit hinziehen werden. Eine Brandmeldeanlage wird teilweise ja auch aus dem vorbeugenden Brandschutz vorgeschrieben und hat in diesem Fall sehr sinnvoll ausgelöst und uns vorzeitig und frühzeitig alarmiert.